Hey zusammen, willkommen zurück zum Duell gegen Zane Trussdale, der uns gerade wieder tierisch abzieht, der Sack. Der hat hier gerade alle meine Pläne vereitelt, ey. Aber damit habe ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Deswegen beenden wir den Zug und hoffen einfach mal, dass er jetzt nicht irgendwie ausrastet und nochmal alle Fallenkarten von mir zerstört. Nee, das will ich jetzt nicht aktivieren. So. Oh Gott. Ja, klar. Warum auch nicht? Finde ich gut. Er greift an. Warte mal. Will ich noch irgendwas anderes machen? Nee. Okay. Machen wir so. Zug beendet. Der Effekt wird aktiviert. Okay. Wird er dadurch jetzt verstärkt oder wie? Ah ja. Ach, cool. Kriegst du einfach nur nochmal, ne, noch mehr in den Arsch. So, aber, das ist schön, ich kann angreifen. Und zwar, den hier. Wir haben ihm Schaden gemacht. Oh mein Gott. So, aber das Schöne ist, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass meine verdeckte Karte attackt wird. Und ich kann... So, das machen wir jetzt auch mal. Okay. Tüdelü. Tschüss. Kriegst du deine Karte nicht? Du Sack. So, will ich, dass er nicht angreift? Ja, nee, machen wir jetzt auch. Komm. Ich will nicht, dass du mich attackst. Ich kann ja auch gleich einfach mit dem Menschenfresser flippen. Nein! Du Arsch! Alter, das ist doch... Was? Ich darf jetzt irgendwas machen. Irgendwie verstehe ich die Karte nicht. Ich darf sortieren. Wie er zieht oder was? Schwarzes Loch. Ah. Ach so. Zieht er die jetzt oder was? Verstehe nicht. Oh. Schön. Sehr schön. Ne, warte mal, dann brauche ich auch gar nicht angreifen. Zack. Wozu angreifen? Die Karte ist jetzt sowieso weg. Außer der macht wieder was dagegen. Nein, er kann den Effekt aktivieren. Wie oft kann er den denn aktivieren? Ich verstehe es nicht. Komm, nein, 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 nein. Nein! Fuck! Der hat es echt geschafft. Dieser Hurenbastard. Alter, unglaublich, der hat mich echt wieder besiegt. Vor allem, wie der immer jedes Mal meine scheiß Effektkarten vernichtet hat. Du bist vielleicht ein Bastard. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, probieren wir den später nochmal. Ich werde dann jetzt mal switchen und einen anderen versuchen. Verdammt. Okay, dann tschüss Zane und hallo Fremder. Einfach mal den, der daneben steht. Hab dich noch nie gesehen. Ich bin Rai. Was haben nur alle gegen Sleep verrührt? Das ist der coolste Ort auf Erden. Ort? Hm. Hab ich mich verlesen? Egal. Ich zeig dir die tollen Sachen im Wohnheim. Du kannst auf mich zählen. Schön, dich zu treffen. Endlich jemand zum Duellieren. Bereit, wenn du es bist. Duellieren wir uns. Oh, der ist aber nett. Den finde ich toll. Und der will mir mein Wohnheim zeigen. Oh. Warum haben die eigentlich alle eine Son Goku-Frisur? Und warum liegt hier Stroh rum? So. Erster! Normales Duell. Herr der Maschinen. Oh, schon wieder. Okay. Bestimmt war der neben dem Stand. Das hat abgefärbt. Oder er hat sich gerade die Karten abgeguckt, der Wichser. Oh, eine amphibische Bestie. Wurde auch mal Zeit. So. Gut. Nichts Tolles mit Effekten. Einfach mal irgendwas in Verteidigungsmodus spielen und hoffen, dass er mich nicht direkt fickt. Ach, guck mal. Zack. Zurück auf der Hand. War aber knapp von der ATK her. Oh. Zack. Setzen wir den. Dann noch den.
gehe mit dem ruhig in Angriffsmodus. Die 1000 ATK lassen mir bestimmt nicht entgehen. Zack. Auch wenn, wahrscheinlich kann ich gar nicht angreifen. Doch? Okay. Nice. Pretty nice. Ja, guck mal. 1000 ATK mehr, Schaden mehr. Schon ist er halb tot. Oh, schon wieder. Das hatte ich ja eigentlich verdeckt gespielt. Weiß ich schon gar nicht mehr. Achso, das. Ja, egal. Ist das nicht total dumm? Hä? Hat er den gerade, warte mal. Hat er den gerade verstärkt? Ist er bekloppt? Warum verstärkt er den, wenn er weiß, dass er den jetzt gleich wieder verliert? Nur um mir noch mehr Schaden zuzufügen? Macht für mich keinen Sinn. Das hätte ich nicht getan. Naja. Die sind sowieso manchmal irgendwie ein bisschen verpeilt, die Leute hier. Setzen. Und Angriff. Ey, da kann's doch nicht sein. Ich werde doch jetzt nicht... Ich komm nochmal durch... Ja, lol. Okay. Ich hätte gewusst, hätte ich aber noch aggressiver gespielt. Oh, was ist das? Oh. Oh, das, warte mal, was? Für jedes Monster auf dem Spielfeld? Okay, lohnt sich nicht. Obwohl, lohnt sich eigentlich schon, weil ich ja sowieso jetzt nicht wirklich, ja, lange für den brauche. 5. Ah, jedes 5-Sterne-Monster wird dann vernichtet. Ach so, okay. Oh. Das ist sehr stark. Alter. Boah, Maschinenmonster kann man halt so heftig verstärken. Das ist so geil. Warte mal, ich mach einfach mal. Ein bisschen verloren, aber egal. Fragt sich nur, wie ich mein Vieh stark bekomme. Sodass er seins verliert. Oh. Das könnte zu einem Problem werden, Leute. Machen wir mal so. Und dann noch so. Obwohl, den soll... Nee, den soll ich nicht spielen, bevor ich nicht irgendwie eine Methode habe, den noch ein bisschen zu verstärken. Ich habe ja auch keinen Bock darauf, den dann zu wasten und danach kein starkes Monster mehr zu bekommen, was man noch verstärken könnte, damit es noch stärker wird. Och, Gott sei Dank. Also die Karte ist echt schlimm, die der da gerade auf dem Feld hat. Was? Der macht das? Lol. Okay. Warum auch immer. Oh! Nice. Schön. Das finde ich gut. Dann ist er am nächsten Zug tot. Oh, außer er macht was dagegen. Scheiße, außer er würfelt jetzt irgendwie eine 2 oder so oder eine 3. Ah, eine 6. Okay. Ja, würde ich mal sagen, flippe ich einfach, ne? Oh, guck mal. Den haben wir auch noch. Cool. Okay. Effekt aktivieren und... Tamir ein bisschen mehr weh als ihm, aber egal. Ich denke, ich gehe einfach davon aus, dass sich das gelohnt hat, denn er hat ja ein relativ starkes Monster auf dem Feld. Oh, fuck. Ja. Kann ich die denn noch flippen? Das weiß ich jetzt schon nicht mehr. Haha! Lol. Oh, scheiße, 2. Okay. Gut, dann mal gucken. Flippen geht nicht. Okay, schade, wäre auch zu schön gewesen. Dann machen wir am besten mal so. Ob mir das jetzt irgendwas bringt, keine Ahnung. Einfach mal gemacht. Aus Spaß an der Freude. Opfern wir den. Dann. Nee, lohnt sich nicht. Ja, ja, komm. Holen wir halt noch ein paar mehr Freunde dazu. Will ich den nochmal haben? Will ich den nochmal haben? Den finde ich auch nett.
Und alle anderen sind mir eigentlich egal. Komm, nehmen wir den noch. Hä? Achso, noch einen. Ich kriege jetzt auch noch ein paar Karten gezogen, deswegen, das ist... Genau, ich kann ja alles danach ziehen. Das geht ja, es geht ja nicht um die Monster, die ich dann ziehen könnte. Sondern einfach darum, dass ich eben auch noch so an andere Karten rankomme. Der ist tot. Und wer bist du? Okay, auch kein Effekt. Nice. Jetzt kann er natürlich sehr viel machen. Guckt euch mal, wie viele Karten der auf der Hand hat. Wenn ich jetzt Kartenzerstörung gehabt hätte, ne? Oder Handzerstörung, weiß ich nicht. Der wäre so weit von tot gewesen. Der hätte direkt 20 neue Karten ziehen müssen oder 10. Oh. Nein. Du greifst mich nicht an. Man müsste sogar ein paar Karten wegwerfen. Nein! Was macht er denn jetzt? Jetzt holt er noch eins. Okay, verstehe nicht. Egal. Machen wir das. Schrumpfen ihn. Dadurch wird sein Vieh von 2,8. Ach so, das hat ihn gerade verstärkt. Nein! Hä? Was? Einmal SL 500 ATK, wird noch stärker? Hä? Und das wird vernichtet? Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Jetzt hat er 1,8, hä? Was ist denn da passiert? Scheiße, die Matrix hatte ein Problem mit der Kartenkombination. Warum spielen wir einfach mal aus Spaß noch die? Machen dann noch so. Unnütze Karte zurück. Welche denn? Welche holen wir uns denn? Ach, Riesentornade. Ja, warum nicht? Das ist jetzt gemein. Passt mal auf. Das müsste eigentlich total krass sein jetzt. Weil dadurch sogar noch die Verstärkungen. Ha! 800 ATK, geil. Wie geil ist das denn, ey? Da könnt ihr ja fast schon die dagegen antreten. Okay, ich vernichte dich. War zwar kein so schweres Duell, aber hat trotzdem irgendwie voll Spaß gemacht, gegen den zu kämpfen. Ja. Und dementsprechend würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Wäre nett, wenn ihr den hier bewerten könntet. Bis morgen um 200 DP nur. What the fuck? 14 Uhr oder gleich um 16 Uhr, wie gesagt. Kommt drauf an, welche Videos ihr anklickt. War eine schöne Partie, finde ich. Lass uns bald wieder duellieren, Manuel. Ja, fand ich auch. Tschüss.